Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch zeigen, was Sie tun sollen, wenn Ihr Mikrofon plötzlich nicht mehr funktioniert, wie man die Ursache findet und wie man sie behebt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Ein ähnliches Problem kann plötzlich auftreten, zum Beispiel nach dem Aktualisieren, Installieren oder Anwendung neuer Treiber. Besitzer des Betriebssystems Windows 10 sind zunehmend mit diesem Problem konfrontiert, insbesondere nach dem letzten Update. Das Mikrofon funktioniert möglicherweise nicht im gesamten System und nicht in einem separaten Programm, zum Beispiel über Skype. Weiter im Video werde ich Ihnen sagen, was Sie tun sollen, wenn Ihr Mikrofon nicht mehr funktioniert, entweder nachdem Sie das Betriebssystem aktualisiert haben oder nachdem der Benutzer selbst Änderungen an den Systemeinstellungen vorgenommen hat. Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie das Mikrofon richtig angeschlossen haben. Die Mikrofonbuchse wird häufig in rosa oder rot angezeigt oder das entsprechende Mikrofonsymbol. Wenn Sie es an der Vorderseite des Computers angeschlossen haben, versuchen Sie es auf die Rückseite umzustellen. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass es wirklich angeschlossen und richtig angeschlossen ist, können Sie mit den folgenden Punkten fortfahren. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wählen Sie Soundoption Öffnen. Wenn Sie hier sehen, dass sich die Mikrofonwaage bewegt, funktioniert sie einwandfrei. Reagiert sie jedoch nicht, wenn Sie in das Mikrofon sprechen, stimmt etwas nicht. Versuchen Sie auch in den Eingabeparametern auf Fehlerbehebung zu klicken. Überprüfen Sie Ihr Gerät und klicken Sie auf Weiter, wenn die Meldung angezeigt wird. Das Fehlerbehebungssymbol hat kein Problem festgestellt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, das Problem zu beheben, stimmen Sie dem zu und überprüfen Sie anschließend das Mikrofon. Öffnen Sie in denselben Einstellungen die Einstellungen für Geräte und Anwendungslautstärke im Abschnitt Andere Audioeinstellungen und stellen Sie hier sicher, dass das gewünschte Gerät als Eingabegerät ausgewählt ist, oder klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Wenn es hier definiert ist und reagiert, liegt das Problem nicht an der Ausrüstung oder sogar an den Treibern, sondern möglicherweise am neuesten Update, das Änderungen an den Datenschutzeinstellungen vorgenommen hat. Wenn dies nach der Aktualisierung von Windows 10 tatsächlich passiert ist, prüfen Sie, ob Anwendungen Zugriff auf das Mikrofon haben. In der neuesten Version des Betriebssystems sind neue Datenschutzeinstellungen in Kraft getreten, mit denen Sie den Zugriff auf das Mikrofon für bestimmte Programme konfigurieren können. Öffnen Sie zum Überprüfen die Einstellungen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und dann auf Datenschutz klicken. Wählen Sie hier Mikrofon und stellen Sie sicher, dass der Zugriff darauf aktiviert ist. Andernfalls klicken Sie auf Ändern und schalten Sie es ein, indem Sie den Schieberegler auf die Position einstellen. Sehen Sie dann weiter unten, ob ein Programm in der Liste Probleme mit dem Mikrofon hat, und aktivieren Sie den Zugriff, wenn es deaktiviert ist. Und wenn das Programm nicht in dieser Liste steht, dann ist mit Ihrem Zugriff auf das Mikrofon alles in Ordnung.
Und wenn so etwas mit Ihrer Kamera passiert ist, aktivieren Sie den Anwendungszugriff in Kameraeinstellungen. Überprüfen Sie nach allen Eingriffen die Mikrofonfunktion. Wenn sich nichts geändert hat, fahren Sie fort. Überprüfen Sie anschließend die Einstellungen der Rekorder. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Mikrofon als Standardaufnahmegerät ausgewählt ist. Gehen Sie dazu in die Systemsteuerung Sound und in das sich öffnende Fenster auf der Registerkarte Aufnahme. Wenn Ihr Mikrofon hier angezeigt wird, aber nicht als Standardgerät aufgeführt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Standard verwenden und Standard Kommunikationsgerät verwenden. Wenn in dieser Liste ein Mikrofon angezeigt wird und es bereits als Standardgerät festgelegt ist, wählen Sie es aus und öffnen Sie Eigenschaften. Überprüfen Sie anschließend auf der Registerkarte Levels, ob sie hier deaktiviert ist und stellen Sie den Mikrofonpegel auf eine Marke näher an 100 ein. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte erweitert den Stoßbetrieb. Wenn das Mikrofon in dieser Liste nicht aufgeführt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste hier und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um nicht verbundene Geräte anzuzeigen. Wenn das Mikrofon angezeigt wird, aber nicht aktiv ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie aktivieren. Wenn das Mikrofon nach diesen Aktionen nicht mehr funktioniert, versuchen Sie Folgendes. Starten Sie den Gerätemanager, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü klicken. Öffnen Sie hier den Bereich Audioeingänge und Audioausgänge. Wenn das Mikrofon hier nicht angezeigt wird, ist es höchstwahrscheinlich nicht falsch angeschlossen, funktioniert nicht oder liegt Probleme mit den Treibern vor. Wenn das Mikrofon angezeigt wird, sich jedoch ein Ausrufezeichen vor dem Mikrofon befindet, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Löschen. Klicken Sie dann im Menü des Gerätemanagers auf Aktion Hardware Konfiguration aktualisieren. Es besteht die Möglichkeit, dass er danach funktionieren kann. Wenn das Mikrofon hier überhaupt nicht angezeigt wird, installieren Sie die Soundkartentreiber neu. Öffnen Sie den Bereich Sound, Spiel und Wiedergeräte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Soundkarte und wählen Sie nach Aktion Gerätekonfiguration aktualisieren die Option Löschen. Infolgedessen wird der Treiber auf Ihrem Computer neu installiert und Sie können das Mikrofon überprüfen. Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, rufen Sie die Website des Motherboard-Herstellers auf, laden Sie dort die entsprechenden Treiber herunter und installieren Sie die manuell. Informationen zum Hersteller und zur Aktualisierung der Hardware-Treiber finden Sie in einem der Videos auf unserem Kanal. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Für den Fall, dass Ihr Mikrofon funktioniert und in den Systemeinstellungen angezeigt wird, sich jedoch weigert, mit bestimmten Programmen zu arbeiten, beispielsweise mit Skype oder einem anderen. Möglicherweise ist es falsch konfiguriert, da solche Programme ihren eigenen Mikrofoneinstellungen haben. Und selbst wenn Sie das Mikrofon im Betriebssystem richtig konfiguriert haben, können die Einstellungen abweichen und das Gerät funktioniert mit diesem Programm einfach nicht. Wenn Sie dieses Gerät vom Computer trennen und erneut eine Verbindung zum Computer herstellen können, können diese Einstellungen verloren gehen. Wenn das Mikrofon in einem bestimmten Programm nicht funktioniert, öffnen Sie die entsprechenden Einstellungen und konfigurieren Sie die darin enthaltenen Audiogeräte ordnungsgemäß. Vielleicht reicht es aus, nur das richtige Mikrofon anzugeben, nachdem es funktioniert. Um diese Parameter unter Skype zu konfigurieren, öffnen Sie Einstellungen, Ton und Video, wählen Sie hier Ihr Mikrofon aus und aktivieren Sie das Kontrollkästen-Mikrofon automatisch konfigurieren. Danach sollte es funktionieren.
Wenn dies auch nicht geholfen hat, haben Sie höchstwahrscheinlich Probleme mit dem Mikrofon selbst oder der Ausstattung des Computers. Dies kann ein beschädigtes Mikrofonkabel, ein nicht angeschlossener oder defekter Stecker oder anderer Fehlfunktion sein. Überprüfen Sie das Mikrofon auf einem anderen PC. Das ist alles. Wenn dieses Video nützlich war, Daumen hoch und abonnieren Sie den Hetman Software Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.